Die nächsten Arbeiten, die ich Ihnen zeigen möchte, sind vom Künstler Robert Bosisio. Und wie Sie jetzt vielleicht schon sehen können, sind sie in gewisser Weise auf das Gesehenwerden aus der Ferne und der Nähe angelegt. Von weitem haben Sie gesehen, wie diese beiden Leinwände nach innen und nach außen zu treten scheinen. Aber es ist natürlich ein flaches Bild, was wir hier sehen. Konvex, konkav heißt es. Je näher man diesen Werken von Robert Bosisio kommt, desto mehr lösen sich die Motive auf und man ist plötzlich vor so einer puren Materialität. Diese Werke entstehen in ganz vielen Schichten und verschiedenen Techniken. Man sieht vielleicht, wenn ich mal darauf zeige, dass da ganz am Ende über die fertige Malerei noch eine Bleistiftzeichnung drüber gelegt wurde, ja, die man auf den ersten Blick natürlich auch nicht sieht, aber die die Arbeit noch mal tiefer werden lässt. Wenn man ganz nah vor der Arbeit steht, ist man wirklich in so einer puren Materialität und so einer fast sinnlichen Erfahrung der Arbeit gefangen. Besonders schön finde ich persönlich auch diese Arbeit, diesen Innenraum, der thematisch ein bisschen das Thema vorgibt für den Saal, in dem wir uns jetzt befinden. Und es ist natürlich eine Arbeit, die aus der Ferne schon, also auf mich zumindest, einen ganz besonderen Sog auswirkt, ja. Eine Lichtwirkung, in die man das Gefühl hat, eintreten zu können. Und auch hier ist es so monochrom, es wirkt von weitem, so sehr entstehen dann plötzlich blaue Flächen oder auch so rosane Spritzer. Und man sieht eben auch aus der Nähe, dass da ein weißes Netz drüber gelegt wurde über die fertige Malerei, das der Künstler mit Hilfe eines Lineals gemalt hat. Die Arbeit ist einmal 1 Meter groß und dieses Raster sind vielleicht so 2, 3 Millimeter mal 3 Millimeter. Ganz, ganz faszinierende Arbeiten. Gegenüber von Robert Bosisios Innenraum finden sich die Räume von Elisabetta Wazzolea. Ich fand es ganz spannend, dass auch in dieser Arbeit hier diese Türöffnung auftaucht, die wir eben gesehen haben. Ihre Gemälde, die sind eigentlich alle in Öl gemalt, zeigen Räume, innen oder außen, die ganz stark auf einen Menschen bezogen sind. Das heißt, hier ein Sofa in einem leeren Raum, hier das Auto und das Haus. Das sind alles Motive, die sozusagen einen Menschen voraussetzen. Allerdings ist in keinem ihrer Werke der Mensch tatsächlich zu sehen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, fast körperlich diese Abwesenheit des Menschen zu spüren. Man hat ein wenig das Gefühl, als wäre der gerade so um die Ecke heraus. Gerade so, als würde dieser Raum auf ihn warten, sozusagen, und seine Abwesenheit irgendwie auch spüren lassen. Auch in diesen kleinen Formaten von Elisabetta Wazzolea ist die Abwesenheit des Menschen natürlich Thema. Hier möchte ich aber nochmal besonders auf diese Technik hinweisen, die sie benutzt. Eigentlich sind hier viele Linien, viele Farbflächen sehr grob gemalt, wie auch hier bei diesem Stuhl. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie dabei wahnsinnig präzise sind und irgendwie auch eine Lichtstimmung, eine Atmosphäre des Ortes in sich tragen. Auch Paul Thuile beschäftigt sich in seinen Zeichnungen mit Innenräumen, mit menschlichen Lebensräumen im Grunde. Aber bei ihm sind diese Räume irgendwie etwas persönlicher. Tatsächlich sind sie immer in gewisser Weise Erinnerungsorte des Künstlers selbst. Denn zum Beispiel hier haben wir die Serie Kapuzinergasse 12, die wir hier sehen. Das heißt, es gibt immer eine Adresse sozusagen als Titel der Werke. Das heißt, es ist ein Ort, den der Künstler kennt, wo er selber vielleicht gelebt hat, wo Freunde von ihm leben, den er persönlich kennt und mit seinem immer so ein bisschen zittrig wirkenden, irgendwie vibrierenden Bleistift festhält. Immer wieder, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, in ganz speziellen Perspektiven. In jüngster Zeit hat Paul Thuile damit begonnen, auch auf Wände direkt zu zeichnen, also nicht nur den Ort auf Papier festzuhalten, sondern auch auf die Wand des Ortes direkt zu zeichnen. In diesem Fall, wie oft in dieser Werkgruppe, zeichnet er an Orten, die kurz vor dem Abriss oder der Renovierung stehen. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, wie die Wandfarbe abblättert und dass dieser Raum natürlich, ja, kurz vor der Renovierung steht. Er stellt sich direkt vor die Wand und zeichnet mit seiner zeichnenden Hand genau das, was er durch die Türöffnung, die man hier sieht, sehen kann. Und zwar genauso weit, wie seine zeichnende Hand den Radius sozusagen erreicht. Dadurch ergeben sich eben genau diese leicht verschobenen Perspektiven, die ich eben schon angedeutet hatte. Spannend ist natürlich,
dass diese Zeichnung eines vergänglichen Ortes selber eben auch vergänglich ist, weil sie mit abgerissen oder überstrichen wird. Das heißt, am Ende steht eine Fotografie, die hier im Leuchtkasten präsentiert ist. Diese Fotografie wird quasi zum doppelten Erinnerungsträger, einerseits für den Ort selbst, der eben zerstört ist, andererseits auch für die Zeichnung. Stefan Tschurtschenthaler beschäftigt sich in seinen Arbeiten immer wieder auch mit der Frage nach der Erinnerung, also Spuren in die Vergangenheit zu legen. Wie kann ein Objekt, wie kann ein Ort Erinnerung in sich tragen? Das ist eigentlich die zentrale Frage seiner Arbeiten. Und hier in unserem Stuckkabinett haben wir eine ganz prominente Arbeit von Stefan Tschurtschenthaler auch gehängt, ortsspezifisch für diese Ausstellung natürlich angepasst. Die Arbeit ist ursprünglich schon 2014 entstanden und ist hier eben jetzt neu angebracht. Erstmal ist sie natürlich sehr schön, sehr raumgreifend, aber auch sie hat das Thema Erinnerung. Wenn man sich diese einzelnen Platten anschaut, die vielleicht von weitem aussehen wie einfach Bleiplatten an der Wand, dann muss man wissen, dass dies Platten sind, die aus einem Kloster stammen. Und zwar sind es Wachsplatten, also es sind Reste von Kerzen, die in eine Schale getropft sind. Das heißt, jede dieser Platten ist unterschiedlich, also keine gleich der anderen. Jede dieser Platten trägt im Grunde so die Idee des Kunstwerks, die Geschichte, den Zeitraum in sich, der Zeit, in der diese Kerze an diesem Ort abgebrannt ist. Die Idee, dass diese Geschichte darin gespeichert ist, also die Idee vom Aufzeichnen, vom Speichern, hat Stefan Tschurtschenthaler zusätzlich dadurch verstärkt, dass er diese Platten mit Graphitpulver bestrichen hat und dadurch natürlich die individuellen Oberflächeneigenschaften der einzelnen Platten verstärkt hat.